Für die Horde! Mit Toilettenspülung wahrscheinlich oder auch nicht, ist ja auch egal. Also ich habe nichts gehört. Ja, das ist egal. Jetzt habe ich es erwähnt. Ist nicht so schlimm. Hab halt Besuch hier. Toilettenspülung. Das ist doof. Ich bin nämlich sozial engagiert. So, vielleicht fällt irgendjemand was auf. Es ist ziemlich dunkel hier geworden. Also bei mir nicht. Ich hab bei dir schon. Ich habe nämlich die Fenster offen. Also, die Rollos. Nein, ich meine, im Spiel ist dunkel geworden. Ja, Moment, ich setze mich noch weiter vor. Jetzt siehst du gar nichts mehr. Ach. So. Ist im Spiel bei dir hier nicht dunkel? Nein. Was? Muss doch, natürlich. Nein. Bin ich doof. Guck dir die Folge nächstes Mal selber an. Nein. Und jetzt wieder bei mir hell geworden. Bei mir ist nichts dunkel gewesen. Dann musst du halt bei mir mal reingucken. Hättest du aber gern. Natürlich. Das verfälscht deine Statistik. Ich brauche so viele Zuschauer, wie es nur geht. Das verfälscht deine Statistik. Meine Statistik? Statistik. Achso. Wo willst du hin? Wir müssen immer noch den Dings töten. Achso. Ups. Ich dachte, das ist die richtige Richtung. Nein, nein. Ich kann keine Karten lesen. Du sollst auch die Quest lesen. Das hättest du gern. Ja, na klar, irgendjemand muss ja die Quests machen. Lesen? Machen? Tun? Was jetzt? Die Quests lesen, machen, tun. Das machen die Zuschauer. Ich mach das nicht. Was? Oh Gott, ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Ich glaube, er hätte gestern noch gerade sterben müssen. Wir haben auf der Hornseite noch gar keinen Tod gehabt, fällt mir gerade ein, ne? Besser ist das, aber wir müssen jetzt eh kurz aufpassen. Hier kommen die wahrscheinlich gleich angeschossen. Ja, ja, die kommen jetzt hier angeschossen. Ne, nicht die Vulpera, die meinte ich nicht. Doch. Müssen wir machen jetzt, müssen wir auf die warten. Ja, die sind ja eigentlich hier bei dir. Die stehen hier rum. Ne, jetzt sind sie weg. Die kämpfen wahrscheinlich, wa? Nö, jetzt sind sie weg. Ah, hier, jetzt kommen sie wieder. Ja, bei mir steht schon einer rum. Ja, irgendwie war das gerade verbuggt. Der wollte nicht reinkommen. Ja. Ah ja, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Alles klar. Anja hat's wieder kaputt gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich mache nie etwas. Dann würde ich mal darüber nachdenken. Und wenn ich was mache, dann mache ich nichts Produktives. Oder auch nicht. Vielleicht doch, vielleicht nicht. Nee. Wir werden es nie herausfinden. Mysteriös und komplex. Du machst nie was richtig. Was? Du machst nie was richtig. Okay. Den Wechseln zu treffen war also auch ein Fehler. Würde ich auch so sagen. Willst du mich loswerden? Willst du? Willst du? Willst du? Ich kann mich schon manchmal nicht früh im Spiel angucken. Wie soll man auch bei so einer... Naja, ich sag jetzt lieber nichts. Ja, das würde ich dir empfehlen, sonst wäre ich jetzt demnächst nicht rübergekommen. Ich rede von deinem Char und nicht von dir. Was? Die Leute wissen ja gar nicht, wie du aussiehst. Doch, teilweise schon. Außer wenn sie in deinen Stream geguckt haben, dann wissen sie aber auch schon, wie der Endcontent aussieht und dann ist die Story verfälscht und dann... Oder wenn... Nein, davon kriegen die ja nicht viel mit. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt nicht auf gestreamt. Wir streamen seit ein paar Tagen schon. So ist er nicht. Ja, also, aber ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gestreamt, ob man da was vom Endcontent sieht. Das heißt, ich habe von Jaina nichts gestreamt und von der Horde selbst erst recht nicht. Mitgebracht? Ich habe bloß die Inns gemacht. Und halt die, wie sagt man dazu, Weltquests. So, ich glaube, es ist soweit. Ich würde sagen, es ist soweit. Auch wenn das nicht unsere perfekten Werte sind, Tempo, Vielseitigkeit brauchen wir nicht unbedingt, aber ich glaube, es ist soweit. Was? Ich weiß noch nicht, ob ich die Waffe austausche. Tu. Gunnar, was will sie denn? Ich verliere Crit und Meisterschaft. Das sind die Hauptsets, die ich brauche. Was sagt Herr Wexler dazu? Was bist du? Verstärker. Brauchst aber Tempo. Ich brauche Tempo-Crit. Ja, das ist richtig. Stimmt, und das hat Tempo-Vielseitigkeit. Dann musst du's ran. Dann machen wir es jetzt mal, ne? Ich hab's Tempo getan. Ist bei dir oberste Priorität, desto schneller kriegst du einen Sturmschlag auch reingeknüppelt. Ich hab's getan. Nie Mobs. Ich habe übrigens das Gefühl, wir haben hier Sachen vergessen, aber...
Du wolltest ja so komisch questen. Ach so, ich habe gesagt, wir machen die Gesucht-Quest beim nächsten Mal, ja? Ja. Ich würde die Gesucht-Quest, ich gebe die Gesucht-Quest jetzt ab, so. Ich nicht. Das ist nämlich die einzige Quest, die wir in dem Bereich noch haben. Das müssen wir irgendwann zurücklaufen. Ja und? Wo ist das Problem? Ich gebe die jetzt ab. Außerdem kommt hier oben gleich ein Flugpunkt. Wollte ich nur mal so erwähnen. Warum muss der Wechseln eigentlich immer recht? Wir haben hier einen Rahmop vergessen. Oh mein Gott, wenn ich auf meine Karte gucke, haben wir so einige vergessen. Weißt du, kommst du jetzt zurückgeeiert oder nicht? Ja. Ja, ne? Und so. Bin so gut wie da. Seh dich noch nicht. Du bist kurzsichtig, das liegt daran. Ach nee, das bin ja ich. Du bist auch weitsichtig. Immer noch nicht. Warst du weitsichtig? War kurzsichtig ja. Auch. Bist du auch kurzsichtig? Deswegen hast du mich nicht gesehen. So, mir wird mein Fragezeichen hier angezeigt. Ah, da ist er. Einmal knapp. Seid ihr hier, der wird mich zu helfen. Oder uns. Genau, zum Flugpunkt jetzt führen. Das Imperium und der Flugpunkt der ist genau, wir müssen ein bisschen geradeaus, rechts hoch und dann einfach geradeaus weiter. Das Imperium der treulosen Champion. Es ist ein krudes Nest aus Fels und Dreck voller Setrak, die den Loa abgeschworen haben. Ich lebte auch vor langer Zeit dort, bevor Kortek unser Volk aus Machtgier und Wahnsinn verraten hat. Damals waren Kortek und ich Anführer aller Setrak und wir huldigten Setralis. Mein eigener Unterschlupf lag versteckt in den Hügeln. Ein kleiner Setralis geweihter Schrein zum Meditieren. Er ist seit Jahren verlassen, doch von dort aus können wir ideal unseren... Moment, was machen die Vulperer hier? Er ist nicht Vulpera, sondern Vulperer. Wir haben es falsch ausgesprochen. Flugpunkt. Platin. Hey, Platin. Ich auch. Ach nee, bin ich ja nicht. Bergbau. Mein Freund ist einer von den Guten. Heiliges Sandkorn, bin ich froh, euch zu sehen. Ich habe mich etwas übernommen. Warst du schon? Okay. Wir müssen stark bleiben. Man weiß ja nie. Die reden gerne mal hier dazwischen, so wie die Sunny. Nisha. Nisha, nicht wir Nisha, sondern Nisha. Nisha. Sie ist draußen am Krater und hört Zetrak. Ich bereite doch mal jemanden, der so hieß, einer Gilde. War nicht bei uns. Unter den treulosen einer anderen Gilde vor ein paar Jahren. Das ist auch Nisha. Wir müssen Imperator Kortek umgehend angreifen. Wie der Wechsel die ganze Zeit dazwischen quatscht, aber das macht er ja sonst nie. Nicht? Sie halten die Kinder unten im Krater gefangen. Passt auf! Wenn ich rede, dann rede ich bei mir genau zu dem Zeitpunkt, wenn diese gerade aufgehört haben zu reden. Nicht so wie bei dir. Leviosa. Exaldiamos. Was? Stukov, ne? Aha, Stukov. Ja, ja. So, jetzt kannst du deinen hässlichen Flugpunkt nehmen und zurück die Quests abgeben. Nö. Ich mach das jetzt. Das ist riskant, Nisha. Ich sage die Tschüss. Die Treulosen werden uns hier auch oben entdecken. Ich nehme einen Flug. Gut, sie sollen ruhig wissen, ja. Ach, Mann, der nervt. Und die Gefangenen da unten ja, sollen wissen, dass du wir rum. Sie nicht im Stich gelassen haben. Suchquest was habt ihr mir denn mitgebracht? Ruhe. Wer überleben will? Hier fliegen wir halt eine Vogelgeierartige, suspektartige... Das ist ein abgerichteter... Oh... Wie hieß es? Geier. Ja, kann man so sagen. König Rak-Taka gefördert. 70 von 100. Aha. Rataka, nicht Raka. Raka-Taka. Da vorne gab es noch zwei Quests, habe ich gerade gesehen.
Ich habe die jetzt mal nicht gesehen. Wir sollten auf dem Weg jetzt zurücklaufen. Jetzt sehe ich zwei Quests. Wir sollten auf dem Weg zurücklaufen. Toll. Super. Alles wächst dann schon. Komm, hör auf dich zu beschweren. Du wolltest das machen. Alles wächst an Schuld. Nein. Doch, Mann. Nein. Doch. Nein. D-O-C-H. So, 115 Artefakt machen. Badabam, 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 bam, bam. Nee, ich glaube nicht. Doch, natürlich. Doch. Wir können eigentlich mal unser Klassenmod nehmen, oder? So sieht's aus. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Von dem Verstärker. Die Elis haben nämlich zwar das gleiche Elementar, aber das Elementar sieht anders aus. Ich glaube, das ist Feuerelementar, glaube ich. Bei den Elischamern. Das, was du jetzt hast, ist auf jeden Fall eine Luft. Ich rede ja auch von den Elis, was die Achso, okay. Dass sie nicht dasselbe haben. Zafrak! Aufbau eines Arsenals. Himmelsrufer Gemetzel. Verdammt, das war glaube ich zu schnell. Wartet, ich blende es nochmal ein. Zack, da haben wir's. Und Nummer 3. Riskante Rettung. Zeit 4 Tempelverteidiger. Müssen wir die hier umhauen? Das wäre sehr schön. Denn hier kann es nämlich einen Mob geben. Monolith vorkommen. Mach mal die jetzt. Ja, war. Ich folge. Gut. Follow. Er läuft in die falsche Richtung. Nein, tue ich nicht. Und jetzt dreht er wieder um. Oder doch, ich laufe halt nicht in die falsche Richtung. Ja, ich laufe falsch. Ich laufe falsch. Ah! Ja, kann der Paladin die haben. Ich will die nicht. So. Oh ja, gut, okay. Ich hätte hier runter gemusst. Die Sande werden euch verschlingen! Und ich wiederhole es gerne nochmal. Alles weg von Schuld. Nein. Was? Ich kann meine Fähigkeiten nicht mehr benutzen. Ach, immer diese Noobs. Warte mal. Wir sind genau hier an der Stelle, wo es auch einen Mount geben kann. Jetzt habe ich zwei Einhänder an. Jetzt kann ich es wieder benutzen. Ich habe nämlich gerade nur eine Einhand angehabt. Verstehst du? Eine Einhand. Oh, das ist auch nicht gut. Ja, aber das ist auch verwirrend. Du hast das ganze letzte Addon hattest du hier in Streitkolben. Der hat plötzlich für zwei Plätze gezählt. Das stimmt allerdings. Das. Und jetzt habe ich mir eine Faustwaffe angelegt. War es eine Faustwaffe? Jetzt muss ich gucken. Ja, eine Faustwaffe und dafür brauche ich jetzt wieder zwei. Oh shit, ich habe einen Ramob am Arsch. Das ist so richtig verwirrend. Wenn du dich erstmal an das eine gewöhnt hast. Ich habe euch enttäuscht, Kortek. Gut, es geht. Den Mob kann man machen. Jetzt habe ich gerade erstmal eine andere mit angelegt, nicht die alte, weil geht ja nicht, dann wird ja alles ausgetauscht wieder. Hm. Das ist etwas doof gemacht. Niemand kann uns aufhalten. Schönes Teil, was du gekriegt hast. Taille. Ich muss dringend meine Tasche aufräumen, Herrgott. Das muss ich unbedingt tun. Ich finde meine Sachen hier nicht mehr wieder. Verdammt. Was ist er denn? Ah, ich mach's nachher. Oh Gott, wir müssen die ganzen... Hier ist eine Truhe für dich noch. Mhm, nur so ich weiß. Zum... So.
Warum kann das mit die Waffen nicht doppelt zählen? Weil du zu faul bist, alles einzeln anzuklicken, weil Blizzard das so will. Da hast du allerdings recht. Wir müssen noch einen Tempel verteidigen. Das ist der letzte. Der oder das? Ihr werdet uns nicht aufhalten. Gute Frage. Haben wir jetzt noch irgendwo ein paar Waffenständer? Ich brauche nämlich noch ein paar, 4 Stück, um genau zu sein. Hier ist noch was. Angriff, Angriff! Nice, läuft. Und zack. Jawohl, ich hab alles. Und du? Ich noch nicht. Noch nicht, okay. Ich muss näher ran. Ich würde gerade sagen, du bist angegriffen. Oh ja. Ja. Immer diese Belästigung am Arbeitsplatz. Aber glaube ich nicht so sehr. Vor allem Arbeitsplatz, ja genau. Mein Leben für das Imperium. Ich habe fertig. Das ist gut. Dann können wir eigentlich jetzt auch gen Osten abgehen. Ach nee, ist ja Westen. Lauf mal vor. Ich brauche nicht vorlaufen. Ich weiß, wo es lang geht. Lass mir Ruhe. Da, 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 da. Abgehen. Wird demnächst nämlich auch wieder eine Weltquest werden. Du sollst mich nicht spoilern. Was soll ich dich da spoilern? Ist ja, jetzt weiß ich, dass das in demnächst eine Weltquest wird. Oh, wow. Auf zum Punkt. Ja, auch so. Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ist auch so storybelastend, ne? Tagesbelastung. Doof. Auch nicht mehr wie sonst. Grenzwertig. Bin ich manchmal schlimmer? Ja, definitiv. So, das ist der Fitness. Sah gerade richtig lustig aus. Wo gehst du jetzt hin? Was? Das sah richtig lustig aus. Wo gehst du jetzt hin? Hm. Erst geradeaus? Nein, rechts rum. Da ist der Flugmeister. Oh. Raka Taka hat 0 von 100, der Arme. Der hat gar kein Futter. Bin ich Raka Taka? Ich weiß auch nicht, wer das sein soll. Vielleicht ist das doch auch so. Raka Taka. Vielleicht ist das sowas, wie es damals in Silithus gab, dieses PvP. Weißt du? Könnte sein. Weil hier ist auch ein Stützpunkt von der Allianz. Ja, gut. Wer weiß schon. Irgendwo hier war da, glaube ich. Guck mal, ein Roter. Was? Roter. Ja, ja, geh du mal. Ein Rot. Rot. Wir Vulperer sind wie der stärker, Vulperer, als wir aussehen. Übrigens, die hat gerade ihren Namen richtig gesagt. Die heißen Vulperer. Der Schlangentyp hat die falsch ausgesprochen. Sicher? Der Tod kommt euch holen, ihr Treulosen! Der Zorn der Vulperer gut, erhebt Rasse sich auf Rasse den Sanden ist schwierig und fordert Rache. Und ich hole sie mir. Sie sagt es gleich nochmal, wenn sie rumschreit.
gerade gehört. Aber sie hat Vulpera gesagt. Ja, ist egal. Auslegungssache. Wer die größeren Waffen hat. Ich tu mal zusammenpullen hier wieder. Guten Tag, hallo. Guten Tag. Jawohl. Bitte einmal hier mir folgen. Danke. Und jetzt geht's los. Habt ihr was für mich? Oh fuck. Seid schnell und seid clever. War das der knapp. Nächste Treulose gehört. Seid ihr auf einen Handel aus? Zählt das für dich mit? Mit diesem Schwert werde ich einiges ausrichten. Nein. Mit den Waffen? Doch, Sklaven, ja. Hallo, ihr da! Die Dünen gegen uns alles. Der nächste Treulose gehört. War das knapp. Uiuiuiui. Habt ihr was für mich? Passt auf euch auf. Mach die Sklaven. Der nächste Treulose gehört mir. Ja, mach du mal. Repairer-Banner stößt einen Repairer-Banner. Nice, gleich 12 auf immer. Ach nee, 9 waren es bloß. Da hat einer das Mount von der Deluxe Edition. Was habt ihr mir denn mitgebracht? Lasst uns hier alles niederbrennen! Habt ihr was für mich? So, ein Mob nur noch. Nisha es tun würde. Bist du gerade dran? Ich sehe das schon. Waffenständer der Treulosen. Wozu ist diese Krummsäbel? Gibt dem Auserwählten eine Waffe. Sind zu, alles klar. Zum Ausstatten der Sklaven. Ja, das wirst du machen. Müssen Gutachterin Versek. Das ist dir oben. Die mache ich. Egal. Tatsächlich. Nice, die verliert Leben. So, die haben wir. Jetzt brauche ich. Ich brauche immer noch 2 Sklaven. Ja, ich habe gleich fertig. Ich musste neu machen. Hallo, ihr da. Seid so. Schnell und seid als du was gesagt hätte ich der noch einen angesprochen. Gehört mir. Benötigt ihr irgendwas? Ja. Ich hatte nämlich noch welche. Der nächste Treulose gehört mein mir. Job. Ich will auch einen. Ich. Euer Tod. Alles fertig? Seide werden euch verschlingen. Ja. Du läufst in die falsche Richtung. Nee, hier ist ein Arzt. Ich bin außer Reichweite. Zumindest wird mir das hier angezeigt. Ach, da ist ihr es. Könnt sie nicht aufhalten. Da wäre ich fast tot gewesen. Aber nur fast. Du hast aber auch kein Wort gesagt, ne? Wieso, was soll ich denn sagen? Du brauchst doch bloß dein Erdelementar rufen. Das spottet genauso. Das benutze ich doch gar nicht. Hm? Ich wiederhole, das benutze ich doch gar nicht. Warum nicht? Weil das so ist. Ich hab dich doch. Finde ich nicht okay. Du kannst schon mal das Erdelementar ziehen, wenn du in Schwierigkeiten bist. Ich war nicht in Schwierigkeiten. Ich hatte alles unter Kontrolle. Ja, genau. Aber jetzt vorhin noch rumheulen. Ich bin fast gestorben. Das war kein Rumheulen, das war Feststellen. Kommt's gleich hierbei raus bei dir? Nein. Natürlich. Lass mich in Ruhe. Dann hol ich's halt raus. Ja. Jetzt brauchst du dich. Doch. Was du eigentlich da hinten? Hier ist ein Schatz. Ich muss näher ran. Wieder bist du ein Groß-Item. Das brauchst du nicht. Also, komm her, ich will die Folge beenden. Gleich, ich muss das erst finden. Dann finde du mal, dann mache ich trotzdem jetzt den Schluss. Nein, ich bin gleich soweit. Hanging on the Hut. Was? Hanging on the Hut? What? Helf mich doch mal. Euer ich glaube, ich hab's gleich. Ich muss ihn nur noch töten. Komm schon. Sei nicht so ein Spielverderber.
Es wäre ja alles viel schneller gegangen, wenn du mich geholfen hättest, ne? Oh. Jetzt sind das wieder ganz viele Mobs und so. Du ziehst dieses Projekt unnötig in die Länge. Das ist so weit entfernt. Das sind die Special Effects. Special Effects, du bist Special Effect ganz schön daneben, ne? Nein. Ja. Gucke mal hier. Damakus Rucksack. Volle Eingold und schieß mich tot. Wow, ich bin begeistert. Jetzt kann ich mir den Quatsch auch noch mitnehmen. Wo ist es denn? Hier. Und da ist noch ein Ärzte. Das Obolus oben drauf noch. Gold, und mich greift wieder irgendeine Treulose an. Geil, Mann. Dann heile ich mich mal hoch. So. Jetzt ist aber Feierabend hier. Ich habe fertig. Gut. Ich bin von Kindern umgeben. Siehst du die? Ja, ich auch. Die könnten fast meine Größe sein. So. Die sind so groß wie du. Und die sind voll knuffig. Vor allem wachsen die noch. Die sind voll knuffig, Mann. So, jetzt machen wir hier Schluss. Schon wieder viel zu lange. Ist nur Samstag, sei nicht so. Einer gewissen Person. Die genau rechts neben mir gerade steht. Ja, ja. Gut, wie gesagt, schönes Wochenende. Ciao. Tschüss.